damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Grüßt euch Leute. Wir haben heute endlich geschafft, uns alle drei zu treffen und ein neues Video aufzunehmen. Endlich mal wieder in voller Runde. Und dafür haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar den Flame Smoke von Shisha Ofen. Wir haben euch ja in diesem Video schon mal den One Smoke vorgestellt. Jetzt kommt der Flame Smoke, also noch ein Produkt aus dem Hause Shisha Ofen. Worum es sich handelt, wie das Teil aussieht, das seht ihr jetzt in der Nahaufnahme. Spot up! So, hier haben wir das schöne Teil von Nameless Shisha Ofen. So, den haben wir jetzt von der Messe hier in Berlin bekommen. Von der Shisha und Vapofair. Ja, ihr seht es, riesig groß. Wie gesagt, den haben wir von der Messe, von der Shisha-Messe in Berlin, vom lieben Tommy bekommen. Grüße nochmal an dich und auch nochmal ein großes Dankeschön, dass wir das quasi testen können und auch unserer Community hier zeigen können. Ja, der Flame Smoke, den kriegt ihr bei Shisha Ofen für 34,95 €. Habt ihr das nochmal? Und eigentlich ist er für 2 Kohlen ausgelegt. Wir haben uns jetzt doch trotzdem entschieden, 3 Kohlen reinzupacken, weil es der Platz einfach hergibt und ja, weil wir einfach vergessen haben, ihn noch vorzuwärmen. Deswegen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, haben wir einfach 3 Kohlen reingepackt. Ist halt wirklich super angefertigt, super verarbeitet. Ja, hier sind keine qualitativen Mängel, kein Grad, wo man sich dran schneiden könnte. Und es ist halt super leicht. Ihr habt halt als Material Aluminium. Hier wird halt eine super Hitzeentwicklung gewährleistet. Ja, könnt ihr hier natürlich auch wieder, wenn ihr ein bisschen mehr Hitze braucht, den Deckel drauf machen. Habt leider nicht wie beim One Smoke die Möglichkeit, hier noch was zu verstellen, um da noch ein bisschen die Hitze zu regulieren. Also könnt ihr euch wirklich nur entscheiden, lassen wir den Deckel drauf, lassen wir den ab. Und von der Größe her hat er etwa die Maße vom Kalut Lotus. Allerdings geht er halt gerade nach oben und nicht so schräg wie beim Lotus, so dass ihr da wirklich keine Probleme habt, die Kohle reinzumachen. Noch eine Neuerung. Ihr habt hier ein paar Rillen im Boden reingefräst, damit einfach gewährleistet wird, dass die Kohle nicht ausgeht. Und natürlich für den perfekten Durchzug die Löcher hier auch nochmal reingefräst. Ja, alles in allem wirklich sollte da die Kohle einfach nicht ausgehen und für die gesamte Shisha-Länge reichen. Habt ihr keine Probleme mit. Dann rauchen wir das Teil mal an und zeigen euch, was da so abgeht. Und damit willkommen zurück. Wir haben jetzt mal den Flame Smoke auf den Kopf draufgepackt. Angeraucht ist schon. Wir werden jetzt mal testen, wie der so läuft. Und ich würde sagen, Max fängt gleich mal an. Muss ich mir sagen? Eigentlich nicht, oder? Also ihr seht ja, der Rauch ist ordentlich da. Und im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein Lotus-Aufsatz für den Kopf. Nur mit dem Unterschied, dass man hier ganze 3 Kohlen reinpacken kann. Das hat ja den Vorteil, dass man halt zum Beispiel auch draußen, wenn es windig ist, ganz entspannt rauchen kann, weil dann die Kohle gleichzeitig so ein bisschen windgeschützt in dem Aufsatz liegt und euch nicht vom Kopf gefegt wird. Tun, sein, kann, darf. Es hat einen Moment gedauert, bis er angeraucht war, weil wir aber auch den Fehler gemacht haben und den Aufsatz, den Flame Smoke, nicht mit auf den Kohleanzünder gelegt haben, was eindeutig empfohlen wird. Mhm. Ja, also wenn ihr startet zu rauchen oder wenn ihr eure Kohle anmacht, dann legt das Unterteil des Flame Smokes einfach 2-3 Minuten mit drauf auf den Kohleanzünder. Separat steht da. Also macht nicht den Fehler und legt das Unterteil hin und dann die Kohle oben drauf. Oder andersrum. Separat ist wichtig. Sonst schmilzt er. Sonst ist er weg. Im Feuer. Ja, also wenn ihr Kohle im Feuer anmacht, dann nicht vorheizen. Nur auf dem Kohleanzünder. Genau. Ja, und dann gut, geht es ein bisschen schneller. Jetzt haben wir halt 10 Minuten gewartet, bis er sich eben richtig aufgeheizt hat. Und man sieht auch hier, ist jetzt auch nicht weiter dramatisch. Nee. Also, läuft nicht auf. Es verkürzt halt nur wirklich die Wartezeit, bis der Kopf wirklich gut angeraucht ist. Ist aber, glaube ich, kann jeder selber entscheiden, ob er das braucht, ob er rauflegen möchte und sofort losraucht oder ob er eben die paar Minuten noch warten kann. Genau, nochmal, keine Ahnung,
aufs Klo geht, ja, sich was zu essen holt. Ich bin sowieso der Typ, der sich den Kopf fertig macht und dann halt noch einen Moment wartet. Ich bin kein großer Fan von Anrauchen. Ich warte lieber 5 Minuten und ziehe dann ein paar Mal. Dann war's das. Mal 2-3 Mal und dann ist der volle Rauch da. Mhm. Aber gut, wie auch immer. Also der Rauch kommt auf jeden Fall, früher oder später, je nachdem, wofür ihr euch entscheidet. Und ja, dann hat man auf jeden Fall das gleiche Rauchvergnügen wie beim Kamin, wie mit Alufolie, wie mit einem klassischen Kanut Lotus. Und es ist ja im Prinzip nichts anderes hier, außer dass man den Vorteil hat, 3 Kohlen reinlegen zu können, was natürlich für ein längeres Rauchvergnügen sorgt, als wenn man nur 2 Kohlen reinlegt. Und wo ich es mir auch noch gut vorstellen kann, dass wenn man draußen, ne, wie es jetzt schön ist, bei angenehmen Temperaturen irgendwie im Garten sitzt, ja, so ein bisschen windig ist, dann ist die Kohle gleich geschützt. Hält also auch definitiv länger als im Kamin. Oder beim See, auf dem See, beim Eisangeln meine ich. Da kennt man ja, wenn man da die Shisha neben sich stehen zu hat und ein bisschen windig ist. Machst einen guten Eindruck, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, qualitativ ist das Ding wieder ein Brett. Also wirklich sauber verarbeitet, keine scharfen Kanten. Alu. Hat man ja schon gesagt. Ja? Mhm. Wann denn? Gerade eben. Ja. Also falls ihr es nicht mitgekriegt habt, so wie ich, ja, der ist aus Aluminium. Also auch schön leicht, super zum Transportieren, der fällt gar nicht auf in der Tasche. Also eine Sache kann man vielleicht noch sagen, in der Beschreibung, die ihr immer dazu bekommt. Das ist also auch ganz cool gemacht, habt ihr schön mit Bildern und Do's and Don'ts, die Anleitung, wie ihr ihn benutzen sollt. Da steht drin, der ist konzipiert für Silikon- und Tonköpfe mit einem Durchmesser von 75 bis 80 mm. Würde ich nicht allzu ernst nehmen. Also wir haben jetzt hier ja auch keinen klassischen Tonkopf und auch keinen Silikonkopf und trotzdem funktioniert der bombastisch. Also sofern der auf den Kopf irgendwo drauf passt, könnt ihr mit dem rauchen. Genau, also trotzdem vielleicht am Rande dazu erwähnen, dass ein normaler Tonkopf, wie ihr ihn überall hinterhergeworfen bekommt, eigentlich bei 60 Zentimetern aufhört. 60 Zentimeter, ja sicher. So ein Oschi. Nein, bei 60 Millimeter meine ich natürlich. Das heißt, auf so einem Standard-Tonkopf kriegt ihr den Flamesmoke nicht rauf. Und da bin ich auch schon bei den paar Nachteilen, die ich noch nennen möchte. Erstens, ihr kriegt ihn nicht auf die normalen Standard-Tonköpfe rauf. Bei der Sapphire Powerball funktioniert das Ganze ganz gut. Da läuft ja auch der Lotus einwandfrei. Mhm. Und ja, der Lotus hat nebenbei noch einen Griff für den Deckel. Zweiter Punkt, der hat keinen Griff. Das heißt, ihr müsst immer irgendwie mit der Zange da ranfummeln, um den Deckel abnehmen zu können. Das finde ich ein bisschen unpraktisch. Vom Design her ist so ein Griff natürlich immer fragwürdig, weil es macht viel kaputt. Es ist dann nicht mehr symmetrisch und sieht vielleicht für den einen oder anderen auch nicht so ganz schön aus. Aber ich finde es einfach viel, viel praktischer und dadurch finde ich es eigentlich auch notwendig, so ein Griff. Ich mag es nicht mit der Zange. Ja, weil man hat halt auch nicht so einen richtigen Punkt, wo man den anfassen kann. Also klar, man kann die Zange oben so einhaken und hat den dann auch, aber ja, wer kennt nicht Shisha-Unfälle in der Wohnung, die man ja doch eher vermeiden mag eigentlich. Richtig, und das könnte man durch so einen ganz einfachen Griff am Deckel machen, irgendwie mit so einem Silikonüberzug, ja, dass man den auch noch anfassen kann. Na, also vielleicht noch eine Sache, beim Kamin habt ihr oft den Nachteil, dass ihr irgendwie so ein Gitter oben drauf habt, was euch nach einem halben Jahr oder so locker irgendwie wegschmilzt, durchrostet und ja, irgendwann könnt ihr diesen Kamin dann nicht mehr benutzen und müssen neu kaufen. Hier nutzt sich mit Sicherheit überhaupt nichts ab. Also das Alu wird mit Sicherheit nicht irgendwie schmelzen und dass ihr da irgendwann Löcher drin habt. Also von der Haltbarkeit würde ich den deutlich, deutlich langlebiger einschätzen als so einen klassischen Kaminaufsatz. Ja, zum Vergleich haben wir hier auch nochmal den Lotus-Aufsatz, auch aus Aluminium gefertigt. Der ist bei mir jetzt schon locker 2 Jahre im Einsatz, sieht auch so aus, aber das Teil funktioniert noch einwandfrei, alles läuft noch, so wie es soll. Klar, hört sich jetzt nicht gerade so geschmeidig an, aber der funktioniert und da ist nichts kaputt. Also ich glaube, da reiht sich der Flamesmoke auch locker ein und der wird euch auch nach 5 Jahren nicht kaputt gehen, wenn ihr ordentlich damit umgeht. Wenn ihr nicht ins Feuer legt. Wenn nicht. Einziger Nachteil, legt ihr nicht ins Feuer, kann man mit allen anderen Aufsätzen locker machen. Bei dem Lotus hat man jetzt bei der C26-Kohle auch mal das Problem gehabt, dass selbst die 2 Kohlen da nicht so perfekt reingepasst haben, dass man halt eine mal noch ankippen musste.
Ist dann natürlich in dem Fall doch besser, weil einfach die drei Kohlen da perfekt reinpassen und ihr nicht das Problem habt, wenn ihr mal irgendwie gegen den Tisch stoßt, dass dann irgendwie die angekippte Kohle da irgendwie noch rausfällt oder was auch immer. Sind aber nur Kleinigkeiten. Also es ist schon, ja, ich würde sagen, der Lotus 2.0 und in der Hinsicht halt nach wie vor trotzdem sehr gut, so wie wir es ja gerade auch alles schon erläutert haben. Jo. Ja. Ja, ich denke, wir haben alles gesagt, was man wissen muss. Wie gesagt, Preis haben wir euch gesagt, entscheidet selbst, ob euch das das wert ist, das ganze Teil. Wer den jetzt richtig feiert, auch vom Design her, der kann sich das Teil wirklich gerne kaufen. Wir haben es gerade gesagt, die Qualität ist überragend, kann man nichts falsch machen. Ja. Also wer wirklich Bock auf das Teil hat, kauft euch den gerne. Alles in allem, mega gut. Und ja, einfach auch nochmal Grüße an Tommy, der uns auf der Messe das hier überhaupt ermöglicht hat. Mhm. Er hat uns den Flamesmoke mitgegeben und ja, auch noch zwei andere Varianten von Shisha-Ofen, die wir auch in den nächsten Videos dann testen wollen. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, schaltet beim nächsten Video wieder ein. Dort haben wir dann noch den Turn Smoke und den Tablet Smoke. Und damit würde ich sagen, sind wir auch komplett jetzt am Ende, nun wirklich. Wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Teil haltet. Ob ihr jetzt sagt, boah, hammergeil, will ich unbedingt haben. Oder warum das Ganze, gibt's doch schon. Ja, wenn ihr auf Facebook vielleicht noch vorbeischaut oder auf Instagram, würde uns das auch freuen. Genau. Lasst auf jeden Fall ein Abo unter dem Video da, damit ihr auch weitere Videos von uns sehen könnt. Und klickt auf die kleine Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn wir ein neues Video hochladen. Okay. Und guckt auf jeden Fall auch beim Tommy, also beim Shisha-Ofen vorbei. Guckt euch die anderen Sachen an, die noch da sind. Da gibt es wirklich coole Geschichten, also wirklich auch innovative. Wie gesagt, die werden kommen. Genau. Die werden wir auch noch vorstellen. Aber könnt ihr ja schon mal vorher reinschauen. Genau. Falls ihr nicht warten wollt. Genau. Gut, bis dahin. Macht's gut. Haut rein. Guten Rauch, guten Geschmack. Haut rein. Euer Shisha-Team. Ich bin bereit, was? Ich schreibe gar nicht mit meinem Handy. Wer macht denn sowas mit einem Video? Andi, was meinst du denn dazu? Ja, also im Gegensatz zu dem One Smoke ist das natürlich schon ein richtiger Apparillo. Also wirklich monstermäßig groß, aber halt wirklich super genial, dass man da drei Kohlen reinpacken kann. Und ihr könnt hier... Machen wir nochmal. Und ihr könnt hier natürlich auch wieder, falls es euch zu heiß wird, ganz einfach den Deckel abnehmen. Das haben wir gerade in dem Video schon in dem kurzen Einspieler gezeigt. Also lässt sich auch super gut die Hitze regulieren. Ja, muss ich mehr sagen. Also ihr seht es ja selber, es raucht bombastisch. So wie man das auch von einem Kamin kennt oder von einem Lotus. Oder von einer Kippe. Ja, 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 ja. Sehr schön.